Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Bei einem Bombenanschlag auf ein israelisches Speiserestaurant in Berlin-Wilmersdorf sind am Abend 15 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Berliner Polizei hat sofort eine Sonderkommission gebildet. Über die Hintergründe der Tat ist bislang noch nichts bekannt. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker, sowie Innensenator Lummer und der Vorsitzende der Berliner jüdischen Gemeinde Galinski äußerten ihre Abscheu und ihr Entsetzen über den Anschlag. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich etwa 35 Gäste und Angestellte in dem Lokal. Es glich nach dem Anschlag einem Trümmerfeld. Die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich auf ihrer Sondersitzung in Brüssel nicht auf eine Reform des EG-Haushalts und des gemeinsamen Agrarmarkts einigen können. Sie brachen am späten Abend ihre zweitägigen Beratungen ab und vertagten sich auf den 25. Januar. Haupthindernis bei den Verhandlungen waren eine Verringerung der britischen Beitragszahlungen in die EG-Kasse sowie die Subventionspolitik bei Milchprodukten. In Warschau ist gestern der amerikanische Senator Pressler zu ersten Gesprächen mit führenden Mitgliedern des polnischen Militärregimes zusammengetroffen. Vor Journalisten sagte Pressler, ihm sei versichert worden, Gewerkschaftsführer Walesa könne aus seinem Hausarrest entlassen werden, wenn er mit Regierungsvertretern verhandle. Dies lehne Walesa jedoch nach wie vor ab. In Bonn hat Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff für einen Bericht der Bild-Zeitung widersprochen, dass er für die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 15% sei, um so ein Arbeitsmarktprogramm zu finanzieren. Lambsdorff erklärte, dieser Bericht sei von vorn bis hinten falsch. Er bleibe dabei, dass ein Arbeitsmarktprogramm nicht über Steuern oder Krediterhöhungen finanziert werden sollte. Der bayerische Ministerpräsident Strauß hat empfohlen, jetzt die in den vergangenen Jahren unterlassenen öffentlichen Investitionen vorzunehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Darin, so erklärte Strauß vor dem bayerischen DGB, sehe er das sinnvollste Beschäftigungsprogramm. Zum Schluss die Wetteraussichten. Im äußersten Westen und Süden sowie im Bergland sehr mild, sonst allgemein in den Niederungen Frost. Dazu Nebel, Hochnebel oder Sonne. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.